ich dann alles für Räume, damit ich mein Leben so lebe, wie ich es benötige? Und die zweite Frage, wo sind diese Räume? Ich glaube, bis jetzt ist ganz gut gelaufen, dass wir so viel wie möglich auslagern. Und das macht natürlich auch einen Unterschied für die Stadt, sozusagen. Es gibt dann ganze Orte, Bezirke, die nur fürs Arbeiten ausgelegt sind, andere wiederum nur fürs Wohnen. Und die Frage ist, okay, inwiefern ist das dann wirklich nachhaltig? Stichwort Infrastruktur, Stichwort Transport und wenn man die Nomaden ansieht, dann auch, die werden sicher auch ein paar Mal mit dem Flugzeug fliegen. Also Frage ist halt die Nachhaltigkeit aber an und für sich die Plätze, die man braucht, die Quadratmeter, die bleiben dann doch dieselben. Aber ich glaube auch, das, was die Kollegin vorher angesprochen hat, dass da die eigenen vier Wände auch ganz wichtig sind zur Selbstentfaltung und zum eigenen Gestalten. Ich meine, wir leben das ein bisschen anders aus als andere Gruppen, aber man sieht sofort, wenn jemand irgendwo sich zu Hause fühlt, fängt er an zu dekorieren, fängt an aufzuhängen. Jedes Kind oder ich genauso hatte früher mein Lieblingsposter in meinem Zimmer hängen, was meine Eltern natürlich nicht so gefeiert haben. Aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, auch zur Selbstfindung, dass man eben, also gerade wenn man sagt, man nimmt den digitalen Nomaden her als ein Konzept, ich glaube, dass man dann, wenn man nie selber was gestalten darf und sich nie selber wo ausleben darf und jetzt einmal blöd gesagt die Wände anschmieren, ist die Frage, ob man sich dann entfalten kann. Das ist gerade aber auch total spannend, wenn man das vergleicht. Unsere Kultur mit der asiatischen Kultur, Japan zum Beispiel, unsere Kultur ist eben auch viel, viel individualistischer. Bei uns ist dieses Selbstentfalten und der Fokus auf das Selbst und auf die, ja, auf das Ego ein viel, viel größeres Thema als in Asien zum Beispiel. Und da gibt es sicher, also nicht sicher, aber kann ich mir vorstellen, auch einen Zusammenhang, dass einfach dort dadurch, dass das Individuum weniger zählt und die Gemeinschaft mehr zählt, das Individuum auch weniger Platz braucht. Aber ich glaube, man kann schon auch gut zusammen was gestalten. Also ich muss ja nicht nur für mich selbst gestalten. Also zum Beispiel, ein Wohnen, dann gestalten wir auch was zusammen, nicht ich allein. Und ist das so, dass ich den Person auch will? Also natürlich ist es irgendwie fremd, aber wenn dann dieses Umdenken stattfindet, dann natürlich Zeit bleibt, glaube ich schon, dass das möglich ist. Na, ich konnte Sie leider auch schlecht verstehen. Vielleicht schreiben Sie das nochmal in den Chat, Ihren Punkt. Ich würde vielleicht sagen, dass man den klassischen Wohnraum überdenken muss, dass es mehr vielleicht geht um die Örtlichkeiten, wo man beispielsweise jetzt nach Maslow seine bestimmten Grundbedürfnisse quasi befriedigen kann. Und das muss nicht unbedingt innerhalb von den eigenen vier Wänden alles stattfinden. Gut, ich melde mich nochmal. Ja, Entschuldigung, wer war das gerade? Genau, machen Sie erst. Na, ich wollte sagen, ich finde es vor allem spannend, dass der Wohnraum auch emanzipatorische Prozesse einleiten kann. In der Hinsicht, wie auch Simon meinte, dass diese kleinbürgerlichen Wohnungen halt darauf ausgerichtet sind, dass jemand zu Hause bleibt und das meistens die Frau und die Reproduktionsarbeit leistet und der Mann arbeiten geht. Und dass es da auch Prozesse schon gab im Roten Wien, dass Waschküchen zusammengelegt wurden, dass gewisse Care-Work auch gemeinsam verrichtet werden können. Und ja, also den Prozess fände ich halt vor allem spannend, in der Richtung auch zu denken, wie emanzipatorische Prozesse auch eingeleitet werden können und in der Hinsicht auch, ja, in der Art, ja, also.
Ich lege noch mal kurz vor, was kommentiert wurde im Chat parallel. Die Frage ist auch, was ist Wohnraum, was ist Lebensraum, wo verläuft da die Grenze? Sportstudio, ist das auch Teil des Wohnraums? Und Matthias Chatayev hat gesagt, ich denke, ein großer Unterschied liegt bei den Vermögensverhältnissen. Menschen, die unfreiwillig minimal leben müssen, sehen sich eher nach mehr. Menschen, die eher Abundance haben, sehen sich freiwillig nach weniger Acker, Decluttering. Ich würde gerne nochmal sagen, in die Architektur das Gespräch drehen, auch jetzt gerne sozusagen so diskursiv mit Ihnen. Ich sehe zwei Ableitungen aus dem, was wir gerade besprochen haben. Das eine wäre, wir bauen schicke, kleine, vorhin hat jemand gesagt, qualitativ hochwertige Tiny Houses. Ja? Also wir versuchen auf so wenig Wohnraum wie Wohnfläche wie möglich den Rückzug zu ermöglichen, ja? Dass ich habe dann zwar nur wenig, aber da kann ich mich wirklich zurückziehen. Oder ich löse das Verständnis von Wohnen als eigenen Lebensbereich, so wie wir ihn im 20. Jahrhundert hatten, nämlich als Ort der Privatheit, der Nichtarbeit und der Familie auf und gehe in Richtung ganzes Haus, was wir vorhin hatten und folge sozusagen dem Trend, also was wir hatten mit dem Homeoffice und so weiter und versuche Räume zu schaffen, in denen gewohnt werden kann, aber auch andere Dinge. Verstehen Sie den Unterschied? Ja, das wären für mich zwei fundamental unterschiedliche Richtungen, in die ich als Architekt denken könnte. Die Frage wäre auch ein bisschen, ob das tatsächlich zwei unterschiedliche Richtungen sind oder ob in diesem großen Haus, also wir hatten ja auch vorhin Flexibilität angesprochen, dass innerhalb dieses großen Hauses kleinere Abteile geschaffen werden, also kleine Wohnungen, die dann privat genutzt werden können. Ja. So, weitere Beiträge dazu? Okay, wenn dem nicht der Fall ist, ich hatte gerade so ein bisschen Zusammenfassung schon gemacht, also diese beiden Tendenzen, die ich sehe aus dem Gespräch mit Ihnen. Moment, sehen Sie mein Bild schon wieder? So, sehen Sie den Bild schon wieder? Ja, wunderbar. Okay, wir sind schon auf der Zielgeraden. Also ich wollte beginnen mit einem Trend, den ich aufmache, den ich noch nicht so ganz orten kann. Dann wollte ich im zweiten Schritt mit Ihnen einmal noch drüber nachsprechen. Also dieser Trend hat etwas mit dem Wohnen zu tun und ich wollte mit Ihnen darüber diskutieren, dass das, was wir als Wohnen verstehen, historisch und kulturell kontingent ist. Ja, dass es also in unseren Breitengraden anders gedeutet wird als in anderen und dass es auch in unterschiedlichen historischen Epochen anders gedeutet wurde. Und dass das, was wir sagen mit dem modernen Wohnen kennen, aus dem wir, dass die meisten von uns noch hineinsozialisiert wurden, zumindest räumlich, dass das eine sehr wirkmächtige Angelegenheit ist, die in vielerlei Hinsicht fragwürdig ist. Und ich habe diese beiden Richtungen mit Ihnen verfolgt, eben um darüber nachzudenken, also die Leitfrage war ja, sondern kann man ohne Wohnung wohnen, beziehungsweise unten drunter stand dann, kann man ohne eine Wohnung, wie wir sie derzeit kennen, ja, wohnen oder geht es oder kann man sich Alternativen dazu denken? Und die Perspektive ist, und das ist dann sozusagen mein Ausblick, also jemand vorhin hat schon die Dystopie angesprochen. Ja, also wir sehen links ein Still, ein kurzes Bild aus einem wirklich großartigen Dokumentarfilm über Obdachlosigkeit in Wien zur Ebene Erde, ist zwei Jahre alt, der ganz einfühlsam, ich glaube vier oder fünf Leute über wirklich lange Zeit, also mehr als ein Jahr, in ihrem Alltag begleitet und schaut, wo sie sich einrichten, wie sie sich einrichten. Da ist eine Kollegin dabei, die beispielsweise im Wald wohnt. Und sozusagen das zeigt, ne, also wie sie sich, also es gibt, wie sie sich die Stadt aneignen und versuchen sozusagen ihre Räume zu finden. Und was da ganz stark dokumentiert ist, ist natürlich eben der Such, also,
eine Variante über das, was andere vorhin schon angesprochen haben, dass selbst im nomadischen Dasein oder in dem Fall im wohnungslosen Dasein, dass die Suche danach an bestimmten Orten, auch wenn es nur im ganz Kleinen ist, sozusagen sich einzurichten. Ja? Bestimmte Dinge, die einem wichtig sind, hat man dabei und man gestaltet sich die Orte, an denen man sich aufhält. Und auf der anderen Seite eben der, ne, der digitale Nomade, der jetzt äußerlich gar nicht so anders ist. Ja? Also auch er hat seinen Rucksack. Interessant, dass es leider zwei Bilder von zwei Männern sind, aber auch er in dem Fall hat eben einen Rucksack und bewegt sich, aber er hat im Unterschied zu dem anderen natürlich Geld und kann sich da niederlassen, wo er will. Und wir sehen die Diskussion um ein Recht auf Wohnen, also die beiden hängen eng miteinander zusammen, diese beiden Bilder, ja, weil die Diskussion um das Recht auf Wohnen haben wir, weil wir eine radikale Zunahme von Obdachlosigkeit haben, weil wir eine radikale seit 2008 eine dramatische Verteuerung im Zuge der Finanzialisierung von Wohnraum haben. Wir sehen eine dramatische Veränderung in der Wohnraumproduktion. Also das Bild des modernen Wohnens, von dem ich gesprochen habe, verschiebt sich ja im Moment dahingehend, dass sozusagen das Wohnen nicht mehr oder im Wesentlichen Wohnraum geschaffen wird als Spekulationsobjekt, wo es überhaupt gar nicht mehr um irgendwelche edukativen Dinge geht oder irgendwelche Leitbilder, sondern darum, was sich am besten am Markt absetzen lässt, ja, was sich am besten verkaufen lässt. Also eine ganz andere Form, die wir derzeit in der Wohnraumproduktion finden, als das in den 60er, 70er Jahren gewesen sind. Und eine Form, in der sich sozusagen die einen zurechtfinden, ja, und sich vielleicht da in einer bestimmten Phase ihres Lebens da sozusagen auch behaupten können und da auch eine gute Entsprechung finden, aber andere eben radikal rausgekickt werden. Das ist sozusagen die Situation, ja, diese allseits bekannte Polarisierung, die wir durch die gegenwärtige globale Wohnraumproduktion haben und aus der heraus wir die Frage eben diskutieren müssen, in welche Richtung kann es gehen, wenn es nicht in die Richtung der Kleinfamilien Wohnmaschine gehen soll, die wir im 20. Jahrhundert hatten. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was zum Nachdenken bekommen und denken auch darüber weiter nach. Und das wäre es jetzt erstmal für den Vortragsteil gewesen. Und jetzt können wir natürlich auch sehr gerne, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, sehr gerne noch weiter diskutieren, aber jetzt zwinge ich Sie nicht mehr in irgendwelche kleinen Breakout-Räume oder über irgendwelche Fragen zu sprechen, die ich Ihnen vorgebe, sondern wenn es was gibt, was Sie noch loswerden wollen, dann oder auch nachfragen wollen, dann können wir das gerne tun. Dann schalten Sie jetzt einfach, ich mache dann den Bild jetzt, genau, mein Bildschirm weg. Ich hätte eine Frage. Und zwar frage ich mich, ob es überhaupt notwendig ist, neuen Wohnraum zu schaffen, weil wir zum Beispiel eine Vorlesung hatten mit dem Professor Madavi, wo er sagte, dass es extrem viel leeren Wohnraum gibt. Zum Beispiel in Wien gibt es 40.000 Hektar, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe. Vielleicht können Sie die, ich habe Sie nicht ganz verstanden, Sie waren ein bisschen abgehackt, vielleicht können Sie die Frage nochmal im Chat schreiben, aber ich glaube, es war auf die Frage, geht es um neuen Wohnraum, beziehungsweise wir haben viel Leerstand. Und dazu würde ich gerne eine Antwort geben. Und zwar, also ja, zum einen haben wir Leerstand im Wohnraum. Das hat viel mit der Spekulation zu tun, von der ich gerade gesprochen habe. Es ist für viele Investoren deutlich lukrativer, den einfach leer stehen zu lassen, als zu vermieten. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen, ist aber so. Oder ich mag mir das nur schwer vorstellen. Und es gibt nur wenig, es gibt nur so zaghafte Ansätze. In Deutschland beispielsweise gibt es die Verfassungsklausel, dass das Eigentum verpflichtet, die in einigen Kommunen übersetzt wird, Räumungs- oder beziehungsweise sagen, dass die leerstehenden Gebäude dann
zu enteignen, beziehungsweise sozusagen den, dann selbst zu übernehmen. In Hamburg gab es da so im letzten Jahr ein paar Ansätze, aber im Prinzip sind diese Druckmittel, die stehen im Hintergrund, aber anwenden tut die keiner. Ähnliches würde in Österreich auch gehen. Das ist das eine, aber ich würde das gerne noch ergänzen um einen ziemlichen Trend, den es im Moment gibt und der jetzt auch durch die Covid-19-Situation verstärkt wird. Das Kapital will ja irgendwo hin, ja. Und wenn das Kapital spekulieren kann, dann spekuliert es halt, ja, und dann ist ja wurscht, ob da jemand drin ist oder nicht. Aber eine interessante Entwicklung ist, dass es viel gewerblichen Raum in Innenstädten gibt, der wenig gebraucht wird. Und jetzt gerade auch nach der Krise, ja, wenn sagen viele sich umstellen und auf den Onlinehandel umsatteln, gibt es viele Shoppingcenter und so weiter, die leer stehen, wo man in London im Moment beobachten kann, dass die ersten Investoren oder Eigentümer Anträge stellen, denen Wohnraum umzuwandeln. Das hat vor 5, 6 Jahren angefangen und hat auch was damit zu tun, dass da die Regularien für die Qualität von Wohnraum massiv gelockert wurden, um Wohnraum zu schaffen, was aber auf der anderen Seite bedeutet, dass der Wohnraum, der geschaffen wird, nicht mehr so Hochqualität, also er war eh nicht Hochqualität, aber sozusagen, also dass man da noch mehr machen kann, gerade was Licht und sowas angeht. Und also kritische Planerinnen in London dann sagen, hier produzieren wir neue Ghettos und so weiter. Aber das hat jetzt nochmal eine neue Aktualität, weil jetzt eben gerade aus dem Lockdown heraus in diesem Sommer mehrere große Shopping-Malls die Überarbeitungspläne in Richtung Wohnraum gegangen sind. Dieser Wohnraum, um den es dann geht, ist Wohnraum, der sehr klein, also ne, sehr, sehr, sehr klein geschnitten ist. Also da geht es in erster Linie um teure Single-Apartments, die da gebaut werden sollen. Aber klar, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Einwurf. Ich sehe Damian vor mir, der so ein bisschen aussieht, als ob es regnet auf seinem Bildschirm, das ist so ein bisschen schleierhaft oder als ob sie im Nebel stehen. Aber und ihr Mikrofon ist aus. Wollen Sie was sagen? Oder ist das nur Zufall, dass ich Sie sehe? Es war nur Zufall. Ah, okay. Würden Sie sagen, dass das Recht auf Wohnen eine Geldfrage ist, auch in Zukunft? Dass eine Geldfrage ist, quasi die monetäre Verhältnis, ob das in Zukunft noch viel mitspielt, wenn wir in die Richtung weiterdenken, jetzt Tiny Houses und qualitatives Wohnen. Na, das ist interessant, dass Sie das fragen. Also, weil im 20. Jahrhundert hatten wir die große Entwicklung, dass Wohnraum kommodifiziert wurde. Ja, das ist sozusagen im Westen, im Zuge des Kapitalismus, das wissen Sie alle, der Warenfetischismus, der alles, was irgendwie geht, in eine Ware macht, die man handeln kann und tauschen kann. Das war ja vorher gar nicht der Fall. Vorher hatte man durchaus auch schwierige Bezüge und Hintergründe, warum man im Wohnraum gewesen ist. Aber im 20. Jahrhundert war die Entwicklung, dass man eben Wohnraum gekauft oder gemietet hat. Ja, sozusagen das war vorhin anders geregelt. Durchaus auch dramatisch, aber das hatten wir. Und jetzt, was ich vorhin meinte, haben wir eben sozusagen die Entwicklung hin zur Finanzialisierung und zur Spekulation. Das heißt, dass viel Wohnraum geschaffen wird, der gar nicht den Zweck hat, vermietet zu werden, ja? Sondern der steht leer und dann kauft jemand anders das, dann kauft jemand anders das und so weiter. Und es geht um den fiktiven Wert dieses Wohngebäudes, insbesondere in den Megacities, dieses Wohngebäudes an irgendwelchen Märkten, dass man potenziell das an irgendjemanden vermieten könnte. Ja? Und das, was Leilani Farah beispielsweise gemacht hat und jetzt auch macht, also sie hat, als ihr Mandat zu Ende gegangen ist, eine große Initiative, oder aus ihrem Mandat, die UN-Sonderberichterstatterin, aus ihrem Mandat heraus eine Initiative, diese Push, angeschoben, mit denen sie versucht, mit großen Anwaltskanzleien auf der Welt da etwas gegen zu tun. Ja? Und zu sagen, uns das irgendwie, das globale Grundrecht auf Wohnen umzusetzen. Und insofern ist das meines Erachtens im Moment in erster Linie eine Rechtsfrage. Ja? Weniger eine Frage des Geldes, sondern eher eine Frage des Rechts und die es gibt Staaten, in denen es gibt, in der EU sind das, glaube ich, Belgien, Spanien und das sind 3 Staaten in der EU, die ein Recht auf Wohnen in ihrer Verfassung stehen haben. Belgien, Spanien, dritte habe ich gerade vergessen.
Und wenn man das hat, dann ist natürlich nochmal die Frage, sagen, ob man das einklagen kann. Ne? Also ich sage jetzt mal beispielsweise in Spanien, ein Recht auf Wohnen nützt mir nichts, wenn wie in Barcelona 98% des Wohnungsbestands privat sind und schweineteuer. Ne? Also das, insofern ist das natürlich auch eine Frage des Geldes. Aber ich glaube, die Regulierung ist die rechtliche Regulierung ist eine ganz entscheidende Grundlage, um dann um Wohnraum verfügbar zu machen. Ja, weil das, was wir im Moment eben sehen, ist, dass einfach global Wohnraum den Wohnungssuchenden entzogen wird, ja, und gar nicht zur Verfügung gestellt wird. Und solange wir in kapitalistischen Verhältnissen leben, ist es natürlich in erster Linie auch eine Sache des Geldes. Ich habe gesehen, sozusagen nach meiner letzten Folie, die allerletzte Folie, die ich Ihnen gezeigt hätte, wäre ein Zitat von John Kenneth Galbraith, ein sehr, sehr guter kritischer Ökonom aus den USA, der mal das Zitat geprägt hat, die unzulängliche Versorgung mit Wohnungen zu mäßigen Preisen, im Gegensatz etwa zur Versorgung mit Automobilen oder Kosmetika, darf als der größte Mangel des modernen Kapitalismus gelten. Ja? Also sozusagen das ist das Problem, was wir haben. Okay, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage wirklich beantwortet habe. Gut, noch eine Rückfrage oder ein Diskussionsbeitrag? Lukas Felder hat reingebracht, wenn man zum Beispiel auch die Flüchtlingsdebatte hernimmt, wo viele Menschen auf einmal nur einen Wohnraum suchen, da könnte man zum Beispiel auch leerstehende Gebäude hernehmen, finde Leerstand zu nutzen eine große Chance. Naja, also da möchte ich dann auch, das nutze ich jetzt einfach, um dann doch noch mal was ganz anderes zu sagen. Also als die Geflüchteten gekommen sind, da haben wir alle improvisiert. Ja? Und in der deutschen Debatte, es war total interessant, in der deutschen Landschaft, ich habe damals in Hamburg gewohnt, gab es einige Städte, die als erstes die Turnhallen von Schulen aufgemacht haben, ja, und Baumärkte und irgendwie so eine Geschichte und die Leute da untergebracht haben. Und es gab andere, uns die dann aber sozusagen als Staat die Leute dahin verteilt haben. Und es gab andere, die haben Briefe an ihre Bevölkerung geschrieben und haben gesagt, wer von euch kann einen Flüchtling zu Hause aufnehmen, ja. Und Sie können sich vorstellen, der Unterschied für jemanden, der jetzt in die Stadt Leverkusen war, das beispielsweise das eine, oder in Schwäbisch Gmünd, ganz toll, wie die das geregelt haben. Wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich Schutz suche, ja, und ich habe dieses Drama hinter mir und ich komme dann in einer umgebauten Turnhalle an, ist das was anderes. Also ich komme in einer Stadt an, ne, wo die Leute sagen, ja, wir machen mal, wir glauben jetzt nicht, dass ihr ewig bei uns bleibt, aber kommt erstmal irgendwie so zu uns. Ja. Und das ist interessant, sich das politisch anzuschauen, weil beispielsweise Schwäbisch Gmünd, die sich wirklich ganz toll positioniert haben in der Zeit, das ist eine CDU-regierte Stadt. Ja. Also das muss nicht unbedingt links sein. Wohingegen in der Stadt Hamburg, in der ich gearbeitet habe, eine kräftig sozialdemokratische Stadt, die haben auf große Lösungen gesetzt. Ja. Die haben gesagt, wir bauen schnell und große Unterkünfte, die wir vielleicht später auch als sozialen Wohnraum nutzen können. Aber diese Privatverteilung, nee, das ist uns alles nichts. Ne? Also die wollten das nicht aus der Hand geben, das Ganze, sondern die wollten das kontrollieren. Und das mit den, sozusagen das mit den anderen Räumen, also es gab, also die Konsequenz, ja, wenn man Kindern sagt, in eurer Schule sind jetzt Flüchtlinge, ja, das ist auch schwierig, ja, weil die dann natürlich irgendwie schnell sagen, ey, wegen euch kann ich jetzt keinen Turnunterricht machen, ist auch eine blöde Geschichte, ja. Aber grundsätzlich haben Sie natürlich recht. Das heißt, wenn wir eine Wohnungsnot haben, dann müssen wir natürlich den Bestand an Gebäuden und an Schutz oder schutzgebenden Infrastrukturen uns anschauen und überlegen, wie man das kreativ machen kann. Aber es ist eben so, es ist alles eine komplexe Angelegenheit. Insbesondere auch, also die Debatte in Großbritannien über die Standards. Ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Sicherheitsstandards in Wohnräumen andere sind als die in Bürogebäuden beispielsweise. Ja, und wenn wir jetzt anfangen, diese Gebäude umzunutzen, dann müssen wir irgendwo Einstriche machen. Jetzt kann man eh sagen, bauen ist bei uns viel zu teuer und wir brauchen diese ganzen Schutzsicherheitseinrichtungen nicht mehr, die wir haben, und wir können da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lockern, wenn es denen billiger wird. Aber das bedeutet natürlich, dass wir tatsächlich von Standards, die wir aus bestimmten Gründen heraus geschaffen haben, uns auch wieder verabschieden. Ja, aber das ist dann Ihr Job, ne, als Architektin. Okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Sandra, bist du noch da? Willst du auch noch irgendwas sagen? Danke dir, Simon, für den super Einblick in die Sozialpsychologie und den interessanten Fragestellungen zum Wohnen. Wir haben eh schon öfter geredet. Ich würde vielleicht noch kurz sagen, ich finde es extrem wichtig, als Architekt sich zu überlegen, was man tun kann. Weil gerade das letzte Thema ist wirklich sehr komplex und
fühlt man sich, finde ich, vor allem als junger Mensch oft verloren, weil man nicht weiß, was man jetzt tun kann. Aber als Architekt kann man trotzdem sehr viel tun und jeder von euch kann das in dem Entwerfen, das ihr gerade macht, einbauen. Oder bessere Zukunft planen für, nicht für alle, aber für ein paar. Gut. Dankeschön, Simon. Dankeschön euch allen. Es war eine super Diskussion wieder und ich hoffe, das geht weiter so. Nämlich genau in 5 Minuten. Okay. Ja. Gut. Also danke euch auch. Hat mir Freude bereitet. Bis dann, ja? Tschüss. 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 Ciao. Ciao. So, ich beende den Chat und wir gehen ins andere Meeting.